Leute, heute stelle ich euch das Plugin Anti-Autoclicker vor. Anti-Autoclicker verhindert Autoclicker. Sobald ein Spieler Autoclicker benutzt, wird dieser dann gebannt. Ihr könnt aber auch einstellen, dass dann nur das Team benachrichtigt wird, wenn ein Spieler Autoclicker benutzt. Und dann muss euer Server-Team halt selber den Spieler bannen. Und dann würde ich sagen, installiere ich das Plugin mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe das Plugin jetzt mal installiert. Dort bildet sich ein Ordner. Dort gehen wir mal rein. In dem Ordner ist eine config.html. Dort gehen wir auch mal rein. In der config.html könnt ihr mal einstellen, wie viele Klicks man für eine Notification braucht. Also das bedeutet, wie viele Klicks benötigt werden von einem Spieler, damit ein Teammitglied benachrichtigt wird. In dem Fall sind es jetzt mal 13. Hier, ob das in der Actionbar auch angezeigt werden soll. Hier, ob Spieler auch gebannt werden sollen. Wenn ihr es halt auf Falls habt, dann werden die Spieler nicht gebannt, sondern nur die Teammitglieder benachrichtigt. Und hier, wie viele Klicks man halt für einen Bann braucht. Ich mache da jetzt mal zu Testzwecken halt mal nur 15 rein. Ich würde da aber an eurer Stelle eine höhere Zahl reinschreiben, dass es nicht zu vielen Fehlbans kommt. Ihr müsst ja halt die Klicks reinschreiben, wie viel man mindestens für einen Bann braucht. Hier könnt ihr euren Bann-Comment reinschreiben, der ausgeführt werden soll, wenn ein Spieler gebannt werden soll. Bei mir ist es dieser hier. Hier könnt ihr die Notification-Message einstellen und hier könnt ihr die Action-Bar-Message einstellen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in dem wieder. So, jetzt sind wir hier in-game. Wenn ich /Click-Test mache und dann den Spielernamen, in meinem Fall ist mal mein, dann steht hier Click-Test für Manugan aktiviert. Sobald ich jetzt mal klicke, dann sehen wir hier auch im Chat und in der Action Bar, dass ich einen Klick habe. Und wenn ich jetzt ein bisschen schneller klicke, dann sieht man halt die Klickanzahl. Wenn ich jetzt meinen Autoclicker anmache, dann seht ihr hier auch schon in der Action Bar meine Klicks und hier die und hier für die Admins oder für die Teammitglieder halt die Nachricht, wie viele Klicks ich habe. Und jetzt seht ihr auch schon, ich wurde auch mal schon selber gebannt. Wenn ich jetzt nochmal neu drauf join, dann sieht man halt auch, dass das Plugin mich für den Grund Autoclicker gebannt hat. So, dann war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich immer über ein Like und ein Abo. Und dann würde ich sagen, ciao Leute, haut rein.